Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es wieder mit dem Golf 4 einfach hier weiter. Und zwar verbauen wir eine andere Auspuffanlage. Wie ihr in der Überschrift gelesen habt, ist es eine von Friedrich Motorsport in 3 Zoll. Und ist nicht ohne Grund 3 Zoll, weil es soll ja später vorne noch was gemacht werden. Und dementsprechend braucht man auch eine 3 Zoll Auspuffanlage, damit der Turbolader frei atmen kann, wenig Gegendruck hat und nicht gebremst wird. Also beziehungsweise, wenn der Querschnitt der Auspuffanlage zu klein ist, dreht sich die Turbine, und wenn die Abgase nicht schnell genug nach außen befördert werden können, dann bremst es die Turbine aus. Das bedeutet, die Abgase wollen raus, kommen nicht schnell genug raus, und dementsprechend dreht sich auch nicht schnell genug die Turbine, die auch dementsprechend nicht schnell genug das Verdichterrad antreibt und dementsprechend dann auch weniger Luft bzw. auch weniger Ladedruck, bzw. was auch passieren kann, dass, wenn der Querschnitt zu klein ist, die Turbine dreht sich trotzdem, weil ja die Abgase trotzdem kommen aus dem Zylinderkopf, und die Welle dreht dann praktisch gegen den Widerstand und somit kann das Lager kaputt gehen oder ähnliches. Also wie gesagt, wenn ihr einen größeren Turbo verbaut oder mehr Leistung haben wollt, sollte mindestens eine Gruppe A, also eine 63,5 mm, oder wenn größere Lader reinkommen, sollte eine 3 Zoll Anlage rein. In diesem Fall bin ich günstig an eine 3 Zoll Auspuffanlage rangekommen von Friedrich Motorsport. Er ist eine gebrauchte Auspuffanlage, musste da auch ein bisschen was machen. Der Mittelschalldämpfer war vorher nicht an einer Downpipe ab 3 Zoll. Das bedeutet, wurde hier abgetrennt, weil hier war dann 70 mm und sogar dann runter auf Originalmaß. Und Felice hat mir dann hier eine Schweißnaht gelegt. Und hier ein 3 Zoll, also 76 mm Rohr verlängert. Dieses hier ist jetzt zu lang, haben mit Absicht länger gelassen, da wir dann die Downpipe montieren, die auch in 76 mm ist, ab Turbo. Und da wir jetzt noch nicht wissen, wie lang dieses Rohr sein sollte, wird es erst abgetrennt, wenn alles drin ist. Wir haben hier eine Verbindungsstelle. Das bedeutet, wir können das überall abtrennen und dann richtig anpassen unterm Fahrzeug. Das wird dann wahrscheinlich hier irgendwo abgetrennt, aber das macht man dann, wenn es soweit ist. Deswegen wurde das mit Absicht länger gelassen. Vorne haben wir eine Downpipe ab Turbo in 3 Zoll. Mit einem 200-Zeller Cut. Hier ebenso wurde auch ein Lambda-Sonden-Anschluss reingeschweißt von Felice. Vielen Dank nochmal an Felice. Weil diese wahrscheinlich nicht für ein ARZ gedacht war, also für die Motronik mit 2 Lambda-Sonden. Vorne hat er eine drin. Hinten war keine drin, haben wir eine reingeschweißt, weil soll ja regeln. Wenn er nicht regeln sollte, dann ist wenigstens die Lambda-Sonde drin. Also wie gesagt, kann man sich hier mal Durchmesser anschauen, ab Turbolader. Dann der Mittelschalldämpfer, 3 Zoll, dann geht es 3 Zoll weiter, 3 Zoll über die Achse drüber, und dann kommt der Endschalldämpfer. Bin schon echt gespannt, wie sich das Ganze anhören wird. Das Ganze wird auch erstmal mit dem Original-Turbolader verbaut, um zu gucken, wie das Ganze so klingt, damit ihr auch einen Vergleich habt, wenn ihr jetzt den Original-Turbolader fährt und eine Auspuffanlage ab Turbo verbauen möchtet, dann könnt ihr euch hier schon mal ein Bild machen. Die Endschalldämpfer bei dieser Auspuffanlage von Friedrich sind Schalldämpfer mit Siebrohreinsatz. Das bedeutet, man kann sagen, dass ab Turbo eigentlich ein durchgehendes Rohr drin ist. Bloß halt in diesem Rohr sind innen drin ganz viele Löcher drin und das Ganze ist mit Wolle umwickelt. Das hat praktisch den Effekt, dass das Ganze noch mal schneller geht. Es gibt Endschalldämpfer, wo das Rohr hier reingeht und hier ein weiteres Rohr, wo rausgeht. Das Ganze staut hier drin und man hat nicht den gleichen Effekt. Also die Abgase werden hier drin gebremst, weil die noch durch die Wolle durch müssen und dann erst raus.
In diesem Fall ist nicht so, in diesem Fall ist auch hier ein Cipro-Einsatz drin. Das bedeutet, noch schneller bekommt man die Abgase nicht raus und das Ganze wird dann praktisch nur gedämpft durch die Wolle außenrum um das Rohr rum. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was rauskommt. Wir verbauen die Auspuffanlage und sehen uns dann gleich beim Soundcheck. Bis dann. So Leute, wir sind jetzt wieder im Auto. Ich muss mich jetzt etwas entschuldigen, weil ihr nicht gesehen habt, wie der Auspuff draufgekommen ist. Weil wir uns beeilen mussten, die Hebebühne musste schnell wieder frei werden. Aber Felice war ja dabei und wir haben es geschafft. Dank Felices Hilfe in 45 Minuten ab Turbo die Auspuffanlage komplett zu tauschen. Also wie gesagt, jetzt ist eine 3 Zoll ab Turbo drunter. Danke nochmal Felice. Bitte, kein Problem. Und wie sie sich anhört, könnt ihr euch gleich reinziehen. Wie sie es im Innenraum anhört und wie sie es von außen anhört, kommt gleich ein Video dann noch dazu im Anschluss. Gefallen, klingt doch nicht schlecht. Also ja, am Anfang habe ich ein bisschen Angst gehabt durch die M6, okay, durch die 3 Zoll Anlage
durch den 200 Zeller Card und dadurch, dass es auch noch eine SIPO-Anlage ist. Das bedeutet, es ist eigentlich ist es durchgehend, aber es ist ein Lochblech gewickelt mit Dämmwolle drumherum. Das bedeutet, es dämmt dann doch noch mal ein bisschen. Und also ich denke, es ist nicht zu laut. Für meinen Geschmack ist es genau richtig. Man kann auch leise damit fahren. Und also ich finde, man merkt schon, dass der Turbo ein bisschen williger ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kennt doch diese kleinen Röhrchen, die man zur Fanta oder zur Cola dazu bekommt, diese ganz dünnen. Wenn ihr da mal durchblasen tut, wisst ihr, wie anstrengend das ist. Jetzt nehmt ihr mal so ein großes Röhrchen, so vom Caipirinha oder sowas, ein richtig fettes Ding, pustet da mal rein, dann seht ihr den Unterschied. Also durch das dicke Röhrchen hat man viel weniger Anstrengung selber, wie durch das dünne Röhrchen. Und so ist beim Turbolader auch. Der Turbolader hat jetzt viel weniger Anstrengung zum Drehen, wie mit der Serienabgasanlage. Wenn euch das gefällt, ich werde euch natürlich wieder einen Link unten reinlegen, wo man diese Auspuffanlage bekommt, wo man diesen Sportcut bekommt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, könnt ihr euch selber für euch entscheiden, ob ihr sowas auch haben wollt. Also ich finde, meiner Meinung nach klingt das wirklich sehr gut. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Und freut euch schon auf die nächsten Videos mit dem Golf 418T. Es wird auf jeden Fall noch was kommen, zwecks Leistung. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal, würde mich natürlich noch mehr freuen. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.